Ich hab's satt. Es strengt mich immer mehr an, unter Menschen zu sein. Hier bin ich endlich allein. Ich kann machen, was ich will. Ich lese und zeichne, höre laut Musik, mache Aerobics. Je mehr ich machen kann, desto mehr Freiheit bedeutet das. Ich glaube es. Aber am Ende gibt's hier nicht viel mehr als das. Habt ihr noch Platz für mich? Ende. Natürlich. Dieses markante Muskataroma gemischt mit einem überraschend blumigen Duft. Ganz klar ein Muskat-Trollinger aus Württemberg. Jahrgang 2011, nein, 2015. Hervorragend. Das ist korrekt. Beeindruckend. Was für ein Gaumen. Oh. Dein Bruder ist so prätentiös. Mhm. Aber was anderes war von einer Weinparty deiner Feinschmeckerfamilie wohl auch nicht zu erwarten. Mhm. Wenigstens können wir uns umsonst betrinken. Du trägst mich dann später nach Hause, ja? Vincent. Na Jungs, alles gut bei euch? Braucht ihr irgendwas? Der Wein ist sehr gut. Gibt es noch was von dem, Süßen? Dem Süßen? Meinst du den Sherry? Ja, das war der Sherry. Ich schenke dir noch nach. Kai, möchtest du einen Rubyport probieren? Frisch von der Weinmesse. Die gehen auf Weinmessen? ja, gerne. Du brauchst ja nur ein anderes Glas. Bitte sehr. Ich sehe dann nochmal nach den anderen Gästen. Viel Spaß euch noch. Danke. Ah, dieser Duft nach Veilchen. Das erinnert mich an meine Spanienreise nach Kastilien. Es kann sich also nur um ein Petit Verdot handeln. Der Duft und Geschmack von dunklen Beeren ist unverkennbar. Jahrgang 1999. Wirklich ausgezeichnet. Unsere Oma mag ihr Weinkabinett, glaube ich, mehr als uns alle zusammen. Und so sieht sie auch aus. Soll ich uns mal was zum Snacken holen? Gerne. Ganz schön große Auswahl, was? Oh ja. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Kai, Vincents Freund. Oh, ich meine, ah ja, ich bin Gerd, Vincents Onkel. Suchst du einen passenden Käse für deinen Wein? Muss man da auf was Bestimmtes achten? Aber natürlich, der richtige Käse kann einen Wein perfekt komplementieren oder den Geschmack sogar noch ganz anders zur Geltung bringen. Mal ganz unter uns. Ich finde dieses Buffet hier, das einfach jegliches Essen gleichzeitig anbietet, empörend. Weißt du, bei einer richtigen Weinprobe würde alles durchgeplant, ingängend, passend zum Wein serviert werden. Dieses zusammengehäufte Essensgelage von dem Buffet ist dem guten Wein gegenüber fast schon respektlos. Und deswegen sollte... Passt dir irgendwas von Supportwein? Ha, nun, Supportwein isst man traditionell eigentlich immer einen Blauschimmelkäse aus der Region, also zum Beispiel einen Blue Sturgeon, eine wirklich ganz bekannte Sorte. In England nennt man ihn sogar the King of English Cheese. Sein Aroma ist sehr markant und nussig, wirklich ausgezeichnet. Auf einer Dienstreise in England konnte ich sogar einen ganz frisch verzehren, aber ich schweife ab. Zu einigen anderen Portweinsorten passt auch Cheddar und bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Was für ein wässriger Abgang. Der Duft verspricht, aber der Geschmack ist flach und unausgewogen. Typisch Elbling. Traurig.
Veronika ist aber sehr kritisch. Deswegen wollte ich nicht, dass wir Billow-Wein von Teegut mitbringen. Ich hätte dich vernichtet. Mit Billow-Wein in der Hand hätten wir euch auch gar nicht erst reingelassen. Oh. Hallo, Victor. Mama sucht dich. Sie ist in der Küche. Und was will sie? Hat sie nicht gesagt. Sorry, ich bin gleich wieder da. Okay. Also, wie heißt du nochmal? Mama? Ah, Vincent, da bist du ja. Wärst du so lieb und stellst eine neue Käseplatte zusammen? Giramont, Picarino, Gouda, Mastermann, Bergkäse, nimm was immer du magst. Dein Onkel hat mal wieder deinen halben Käse geplündert. Dabei hat er sich bei Kai wohl ausgiebig über das Buffet beschwert. Aha, als ob seine beiden Partys so viel erfolgreicher wären. Es tut mir leid, dass ich noch gar nicht zum Anstoßen bei dir vorbeigeschaut habe. Die Gäste halten mich ganz schön auf Trab. Haben du und Kai dann Spaß? Der Wein ist gut. Nun, das steht ja außer Frage. Ich meine eher... Du warst schon lange nicht mehr auf einer unserer Familienfeiern. Fühlst du dich wohl? Naja... Es ist besser als erwartet. Aber die meisten reden auch nicht wirklich mit uns. Veronika hat mal kurz nach uns gesehen. Das war ganz nett. Ja, ich verstehe. Vincent, als du uns zugesagt hast und meintest, dass du sogar deinen Freund mitbringen willst, habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ich hoffe, dass du dieses Jahr dann doch auch vielleicht mit zum gemeinsamen Familienskiurlaub kommen magst. Veronika würde sich freuen. Und Victor auch. Kai ist ebenfalls herzlich willkommen. Ja, ich weiß. Ich werde mit Kai nochmal darüber sprechen, okay? Das freut mich zu hören. Mua. Deine Käseplatte ist auch sehr schön geworden. Bringst du sie dann auch gleich zum Buffet? Nimmst du die Melonen auch bitte noch mit? Also, was riechst du? Etwas Fruchtiges? Ja, aber das noch mehr riecht der... Ah, Vincent! War alles in Ordnung? Ja, alles okay. Was macht ihr? Victor zeigt mir gerade, wie man richtig Wein verkostet. Das ist ziemlich lustig. Komm, ich mach dir Platz. Lustig? Ah, Vincent, soll ich dir auch etwas von diesem Jahrgang 99 Frühburgunder einschenken? Schmeckt gut. Na gut. Aber ich werde wohl kaum alle seine Feinheiten herausriechen können. Das erwarte ich auch gar nicht erst. Denn das musst du ja auch nicht unbedingt. Zum Wohl. Und die Gewinnerin unserer Blindverkostung ist zum 23. Mal in Folge Oma Vera. Natürlich. Dear New Sketchbook, your pages so smooth and clear, untouched by the rough tip of my pencil. I cannot wait to hear the divine sound of turning pages.
Feel the feeling of fulfillment while filling you up. So we are about to walk together the never-ending path of becoming an artist. But the way I see you lying there, full of expectation and joy, I can't help but admire the beauty of the undiscovered space between the sheets. Perhaps it is not my task to fill you, for the things you promise and the things you will be will never be in harmony. Ende. Lassie. Musst du echt schon gehen? Ja, tut mir leid, aber ich muss morgen echt früh zur Arbeit. Na gut. Dann feiert noch schön. Danke, bye. Cheers, woo! Uff. Ah. Hey. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du meine Jacke anhast. Meinst du nicht, die Jacke wäre ein bisschen groß an dir? Ich mag sie eben baggy. Ach so. Ich kann es dir auch beweisen. Greif an deine linke Jackentasche. Also ich glaube, das ist echt nicht nötig. Es wäre ja schon ein ganz schöner Zufall, wenn wir die gleiche Oh. Lass mich raten, es müssten blaue Gauloises sein. Tatsache. Dann müsste die Jacke da vorne wohl deine sein. Oh, ja, wahrscheinlich. Ups. Boah, ey, das tut mir voll leid. Ach, alles gut. Danke. War ja keine Absicht. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht geglaubt, wenn ich du gewesen wäre. Immerhin ist das eine besondere Jacke mit ganz schön vielen Fransen. Ja. Man sieht sich. Oh. Rückblickend hat ihre Jacke dann doch ganz schön nach Rauch gerochen. Und sie war sandig. Hallo. Aus dem Raster. Drücken Sie OK, um die Eingabe zu bestätigen. Bitte zahlen Sie den genannten Betrag, um zu beginnen. Für das angefragte Lichtbild richten Sie bitte die Kamera höher aus. Niedriger bitte. Per. Perfekt. Richten Sie bitte das Passkreuz mit den Pfeilen aus. Achten Sie bitte darauf, nicht Ihr Gesicht zu verdecken. Danke. Bitte nehmen Sie die Kopfbedeckung ab. Bitte nehmen Sie die Kopfbedeckung ab, bitte nehmen Sie die Kopfbedeckung ab, bitte nehmen. Vielen Dank.
Verdecken Sie Ihr Gesicht bitte nicht mit den Haaren. So sind die Regeln. Sorry. Naja. Na gut. So. Haben Sie vielleicht auch etwas weniger olle Kleidung dabei? Nein. Echt nicht. Schade. Egal. Dann sei einfach ein braves Mädchen und lächel für mich. Komm. Du bist viel süßer mit einem Lächeln. Baby. Spielt's wohl gern schwer zu kriegen, was? Hey. Nicht gehen. War doch nur nett gemeint. Ganz schön zickig. Kannst du dir das bei dem Gesicht überhaupt leisten? Dann geh doch. Von dir würde ich eh kein Foto machen. Ende. Träum weiter. Oh, wow. A dream is a wish your heart makes. Story time. Der Traum war surreal, natürlich auch subjektiv. Dennoch war er ein Spiegel des reellen Lebens. Ein Ausdruck meiner innigsten Wünsche, die unzählige Mäuse auf der Welt mit mir teilen. Die besten Ideen finden dich, nicht du sie. Wohl wahr. Verrückte Bilder gab's auch noch. Dieses Werk wird alle berühren. Ja, das wird. Das wird großartig. Ich verstehe es nicht. Ende. Also, ich weiß nicht, was ihr während der Pandemie so gemacht habt, aber ich habe ziemlich viele Pornos geschaut und mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Meine Meinungen zu bestimmten Punkten pendeln sich immer noch ein. Das hier ist also eine Momentaufnahme und sowieso wird der Umfang des Hefts, der Komplexität des Themas natürlich nicht gerecht. Aber ich habe viel gelernt und möchte das teilen. Vielleicht kann ja jemand relaten. Irgendwann in den 80er Jahren sitzt die Regisseurin und Produzentin Ulrike Zimmermann vor ihrem Fernseher und zieht sich einen Porno nach dem anderen rein. Das muss mega anstrengend gewesen sein, weil erstens dieser Act damals immer eine neue Kassette reinzuschieben und zweitens diese ganzen schrecklichen Schnauzbärte. Jedenfalls, Ulrike Zimmermann recherchiert. In den 80ern gab es eine riesige Debatte um Pornografie, ziemlich juicy. Einige sahen in ihr den Ursprung des Sexismus in der Gesellschaft und wollten sie deswegen komplett verbieten. Andere waren der Meinung, dass Pornos nun mal die sexistischen Verhältnisse spiegeln, in denen sie zweifellos entstehen. Ein Verbot von Pornografie würde weder das Problem der alltäglichen sexualisierten Gewalt lösen, noch zu einem offeneren gesellschaftlichen Umgang mit Sexualität führen. Ulrike Zimmermann findet Pornos aber erstmal nice, obwohl sie mit dem Angebot in den Videotheken auch nicht so ganz zufrieden ist. Darüber spricht sie in ihrem Beitrag zur Entmystifizierung der Pornografie. Sie sitzt also dort und arbeitet sich durch die Filme.
Irgendwann merkt sie, dass es oft nur ganz kurze Momente sind, die sie besonders interessieren. Sie beginnt, immer wieder zu diesen Stellen zurückzuspulen und sie aufs Neue laufen zu lassen. Im Gespräch mit anderen Frauen stellt sie fest, dass es vielen von ihnen so geht. Spannend sind kurze Augenblicke zwischen den sich oft stark ähnelnden Abläufen. Sie bezeichnen diese Momente als Patzer der Produktion, weil sie annehmen, dass sie von den ProduzentInnen gar nicht beabsichtigt waren. Fehler spiegeln das Unbenennbare und deuten in eine unbekannte Richtung, schreibt die New Yorker Kuratorin Legacy Russell in ihrem Manifest Glitch Feminism. Ein Glitch beschreibt sie als eine Form der Nichterfüllung und Verweigerung. Die Nichterfüllung gesellschaftlicher Erwartungen und das Verweigern der Anpassung an die Norm. In Glitch Feminism geht es eigentlich gar nicht so viel um Pornos, aber ich fand das mit dem Abweichen von Erwartungen und den dadurch entstehenden Möglichkeiten so passend. Zum Beispiel bezeichnet sie auch queere Identitäten und Sexualitäten als Glitches im vorherrschenden gesellschaftlichen Code. Durch sie bilden sich Risse in der streng binären Geschlechterordnung, aus denen heraus sich neue Möglichkeiten der Entfaltung und des Seins ergeben, und zwar für alle. So eine aktive Verweigerung der Anpassung an den pornografischen Mainstream beobachtet Ulrike Zimmermann beispielsweise in einigen queeren Pornos der 70er und 80er Jahre. Sie berichtet von mehr Narrativität und Kreativität als im konventionellen Heteroporno, was auch immer das genau sein soll. Sie erkennt Erregungskurven und die Andeutung von Charakteren und beschreibt sogar eine ästhetische Anknüpfung an Avantgarde-Traditionen, was auch immer damit genau gemeint ist. Pornos können also mega inspirierend sein. Manchmal begleiten sie mich einfach auf einem Weg zu einem niceen Orgasmus vom Schlafengehen. Manchmal will ich das Gesehene aber auch gern bald ausprobieren, weil ich davor einfach noch nie drauf gekommen bin. Und manchmal fühle ich mich vielleicht sogar super empowered durch die Gender-Performance der DarstellerInnen. So oder so wäre mehr Vielfalt in der Pornografie auf jeden Fall nice. Natürlich gab es schon immer auch Nicht-Hetero-Filme, experimentelle, feministische Pornografie, Ethical Porn. Heute sind sie wahrscheinlich deutlich leichter zu finden als noch vor einigen Jahren, aber eben oft auf kostenpflichtigen Plattformen. Vor allem Jugendliche erhaschen allerdings oft keinen Blick hinter die Paywall. Ich weiß nicht, ob jemand diese krass gute HBO-Highschool-Serie Euphoria gesehen hat. In einer Szene verhält sich Cassies Freund, der am Anfang noch ganz cute ist, bei ihrem ersten gemeinsamen Sex auf einmal ziemlich grob. Er packt fest zu, ohne dass die beiden vorher über bestimmte Vorlieben gesprochen hätten. Als Zuschauerin weiß ich, dass er mehr oder weniger einen Porno imitiert, den er kurz zuvor gesehen hat. Rue, die Erzählerin / Protagonistin, kommentiert das aus dem Off. Natürlich schauen nicht alle Menschen regelmäßig Pornos. Ziemlich sicher wurden aber die allermeisten schon einmal mit Pornografie konfrontiert. Allein Pornhub kann jeden Tag mit weit mehr als 100 Millionen Aufrufen rechnen. Und angeblich macht das Streamen von Pornos fast ein Drittel des gesamten Traffics aus. Rue betont, dass sie das alles nicht unbedingt schlecht heißt. Einen bestimmten Einfluss von Pornos auf unser Sexleben vermutet sie allerdings schon. In der Dokumentation Hot Girls Wanted auf Netflix geht es um einige junge US-Amerikanerinnen, die seit kurzer Zeit als Darstellerinnen in der Amateur-Pornobranche arbeiten. Es werden sowohl Erfolge als auch ernüchternde Momente ihres Arbeitsalltags begleitet. Eine von ihnen, Jade, erzählt in einer Szene von ihrer Unsicherheit hinsichtlich der Funktion und Wirkung von Pornos. Jade beschreibt die große Kluft, die sich auftut zwischen dem, was in vielen Pornos dargestellt wird und dem, was wir in der Gesellschaft über Sex lernen. Ich meine, als Jugendliche werden wir noch immer größtenteils über die biologischen Mechanismen von Sex aufgeklärt. Und das auch noch ziemlich mangelhaft. Es geht um Männer und Frauen und Fortpflanzung. Wir lernen nichts über verschiedenes Begehren oder Lust oder Konsens. Trotzdem glaubt Jade, dass KonsumentInnen prinzipiell zwischen Porno und Realität unterscheiden können. Wer sich etwas Bestimmtes anschaut, wird das Gesehene deshalb nicht unbedingt in realen sexuellen Begegnungen in die Tat umsetzen. Bestimmt wünschen sich viele für ihren realen Sex auch etwas komplett anderes
als in den Filmen zu sehen ist, die sie sich zum Masturbieren reinziehen. Die Kulturwissenschaftlerin Corinna Rückert beschreibt Pornografie als Inszenierung einer utopischen Wirklichkeit, die ihre AkteurInnen auf ihre geschlechtliche Sinnlichkeit reduziert und damit den Alltag außer Kraft setzt. Sie sagt, dass der fiktive Charakter von Pornos ein ausschlaggebendes Kriterium für den Konsum ist. Denn Pornos hängen nicht unbedingt mit der gelebten Sexualität der KonsumentInnen zusammen, sondern mit deren sexuellen Fantasien. Und die können stark abweichen von dem Sex, den eine Person tatsächlich hat. Der Reiz des Konsums von Pornos liegt also gerade in deren fehlenden Realitätsgehalt. Denn hier können Fantasien ausprobiert, Wünsche erforscht und Energien kanalisiert werden, um das jetzt mal so esoterisch zu sagen. Es ist komplett okay, sich Filme anzuschauen, in denen Sachen gemacht werden, auf die man im Real Life gar keinen Bock hätte. Pornos sind also medial inszenierte sexuelle Fantasien und kein echter Sex. Corinna Rückert und vielen anderen Menschen zufolge ist das eines der größten Missverständnisse innerhalb der Diskussion um Pornografie. Sie kann keine realen sexuellen Begegnungen wiedergeben. Allein schon, weil ich im Real Life plötzlich einen Schluck auf, schlaffe Penisse oder ständiges sich Haare aus dem Mund friemeln beim Knutschen nicht einfach wegschneiden kann. Im Porno können Dinge weggelassen werden, die im Real Life dringend kommuniziert und beachtet werden müssen. Oder, wie es dieses Hinweisschild in der Pornoabteilung eines schwulen Buchladens zusammenfasst, woher soll ich das nun aber wissen, wenn ich in der Schule vielleicht gerade mal lerne, wie ich ein Kondom benutze? Klar will ich als Teenie mehr über Sex wissen, aber die Schulstunden dazu finde ich mega awkward, also suche ich lieber im Internet. Mit Sicherheit stoße ich dabei auch auf die vielen coolen YouTube-Kanäle, die richtig gute Aufklärungsarbeit leisten. Zu Pornhub ist es aber auch nie besonders weit. Teenager sind aber auch nicht die unreflektierten Wesen, als die sie im Zusammenhang mit Pornografie oft dargestellt werden. Und vor allem werden ihre Perspektiven zu dem Thema in der Diskussion oft nicht abgebildet. Es gibt dieses Phänomen, dass man immer denkt, bestimmte Dinge haben nur einen negativen Einfluss auf andere, aber nicht auf einen selbst. Ich blicke da durch, aber den anderen, denen muss da geholfen werden. So ist es, glaube ich, mit vielen Erwachsenen, die denken, man müsste Jugendliche vor Pornos beschützen, obwohl die das oft auch alleine ganz gut einordnen können. Zum Beispiel gab es 2011 eine Studie, in der auch Jugendliche zu ihrem Pornokonsum befragt wurden. Und zum Teil ziemlich ausführliche Statements über den entspannten Umgang mit Pornografie, ihren sehr gezielten Einsatz und ihre komplexen Gefühle dazu lieferten. Es würde natürlich trotzdem extrem helfen, wenn man im Alltag entspannter darüber sprechen könnte oder zum Beispiel in der Schule ein paar Tipps zum reflektierten Konsum bekommen würde. Aber was ist mit der Verantwortung, die ProduzentInnen und Plattformen dabei tragen? Denen ist die unglaubliche Größe ihres Publikums ja durchaus bewusst. Vielleicht erinnert sich jemand an die Schlagzeilen über Pornhub Ende 2020. In der New York Times erschien ein Opinion Piece, das sich damit beschäftigte, wie sehr Pornhub von Ausbeutung und uneinvernehmlichen Uploads profitiert. Das ist dann einigen Kreditkartenunternehmen auch plötzlich aufgefallen und sie drohten, ihre Zusammenarbeit zu kündigen, sollte die Plattform nicht reagieren. Pornhub löschte dann alle Inhalte von unverifizierten Accounts, also mehrere Millionen Videos, um Missbrauch vorzubeugen und kündigte an, von nun an die Identitäten der UserInnen besser zu überprüfen. Das ist natürlich erstmal gut, obwohl die Forderung nach besserer Moderation der Inhalte schon lange vorher unter anderem von SexworkerInnen geäußert wurde. Und obwohl man nicht vergessen sollte, dass zum Beispiel auch Facebook ein riesiges Problem mit Missbrauchsdarstellung hat und das auch nicht wirklich in den Griff bekommt. Trotzdem ist auch ein einvernehmlich produzierter und hochgeladener Porno immer noch zur Unterhaltung da und kann keine Bildungsarbeit übernehmen. Dafür sind nun mal eigentlich andere Institutionen zuständig. Um jetzt mal den Bogen zu schlagen, als Ulrike Zimmermanns Text 1988 erschien, wurden in der BRD monatlich ca. 500.000 Pornovideos ausgeliehen. Heute kannst du davon ausgehen, dass zu jedem Zeitpunkt auf irgendeinem Endgerät in deiner Nähe gerade Pornos konsumiert werden. Trotzdem entwickelt sich das Gespräch darüber irgendwie nur extrem langsam weiter. Noch immer ist es von vielen Vorurteilen geprägt
und es wird mit Jugendschutz argumentiert, um die Arbeit unzähliger einvernehmlich handelnder Erwachsener zu diskreditieren. Denn, obviously, sind nur einvernehmlich entstandene Filme mit erwachsenen DarstellerInnen Pornos. Alles andere muss als Straftat benannt und gehandhabt werden. Weiterhin kämpfen aber viele Menschen für die Freiheit des sexuellen Ausdrucks im Porno, für freie Entfaltung, für die Rechte von SexarbeiterInnen und für eine offene Kommunikation über Sexualität. Ich glaube, ich habe viel von Pornos gelernt und will mir auf jeden Fall auch weiterhin welche anschauen und mich beeindrucken lassen davon, was sich Menschen so ausdenken. Und wenn ich das mache, will ich mich einfach darauf verlassen können, dass die DarstellerInnen alle Bock auf den Dreh hatten und anständig bezahlt worden sind. Das kann ich zum Beispiel sicherstellen, indem ich mich ein bisschen informiere über Plattformen, die mich ansprechen und sie für ihren Content bezahle. So wie bei allen anderen Streamingdiensten auch, oder? Und kann ich bitte immer einen Abspann sehen, damit ich nach einer nicen Experience auch den SetdesignerInnen und Make-up-Artists auf Instagram folgen kann? Danke. Ich glaube, ich mache hier mal Schluss. Artist in Diffidence, Ja. Ich weiß nicht, was ich zeichnen soll. Mein Tisch ist chaotisch. Meine Skizzen sind überall. Alles in dem Müll. Aber ich will nicht wegschmeißen. Vielleicht brauche ich das irgendwann wieder. Aber wofür? Mein Computer ist an. Musik ist an. Tee steht bereit. Ich überlege, was ich zeichnen kann. Oh, Vögel sind schön. Dann zeichne ich Vogel. Aber wofür? Instagram. Oh, schön. Toll. Super. Vielleicht soll ich auch so zeichnen. Oh Mann, ich kann gar nicht zeichnen. Ich sollte gar nicht zeichnen. Ich schaue auf einen Tisch. Überlege wieder, was ich zeichnen soll. Ich zeichne über mich, wie ich überlege, was ich zeichnen soll. Ende. Der Idealhund. Ein Hund. Ein toter Hund. Ein Hund ohne Schwanz. Kein Hund, ein Schwanz. Ein Hund in Einzelteilen. Welches der Teile ist am meisten Hund? On ne naît pas chien, on le devient. Tag ein, Tag aus. Es ist 10, Mann, den Snooze kannst du dir nicht leisten. Hallo, steh auf, raus aus dem Bett, mach hinne. Knips. Denk ans Klima, außerdem ist es sowieso schon hell. Du putzt sie dir immer falsch, kreise nicht hoch runter. Spritz, spritz. Mehr Deo, sonst stinkst du wieder nach Schweiß. Wieso ist der Schrank wieder so unordentlich? Eklig.
Die Hose passt nicht zum Pullover. Und ganz ehrlich, du passt nicht rein. Kommst du keinen Morgen ohne Kaffee klar? Ui, ganz schön schlecht gespülte Tasse. Du hast ihn viel zu stark gemacht. Schon wieder. Leere Kohlenhydrate, ganz toll. Da ist eh nicht viel drin. Du hast beim Einkaufen die Hälfte vergessen. Das wird nichts. Die Margarine ist zu kalt zum Streichen. Genau, der Toast allein war ja nicht schon ungesund genug. Da helfen Gurken auch nicht. 80% Wasser. Dummkopf. Salz, ja? Gourmet-Move. Iss doch mal schneller. Die Arbeit ruft. Ich sagte doch schneller. Du könntest das Brot auch mitnehmen, aber nein, du sitzt einfach hier. Spülst du den Teller wenigstens direkt ab? Aha, nur in die Spüle. War ja klar. Einweichen bringt. Zwei Stunden und das ist dein Ergebnis? Ernsthaft? Direkt in den Papierkorb. Denn das ist kompletter Müll. Klick. Klick. Ja, los, weg damit. Richtig peinlich. Auf den Schock Wasser, oder was? Ein Glas am Tag und nonstop am Laptop. Und du fragst dich, wieso der Kopf brummt. Google doch. Denken kannst du sowieso nicht. Machst du jetzt gar nichts mehr, oder was? Wie kann man so faul sein? Zuklapp. Du bist doch gar nicht fertig. Was hast du vor? Das Notizbuch? Für deine schlauen Erkenntnisse? Es hat keinen Sinn. Du belügst dich. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Du kannst nichts. Du bist nichts. Du machst alles falsch. Du kannst, du bist, du machst alles. Ich bin gut so. Ende. Schrot. Wo bist du, wenn ich mein Drehzeug bei dir vergessen habe? Und deine Chios in meiner Tasche gelandet sind. Naja, zum Glück. Es ist einfach egal. Nein, Spaß, du schuldest mir Drehzeug, du Sau. Ich dir aber keine Chios. Danke. Ende. Cause I am done with my graceless heart. So tonight I'm gonna cut it out and restart. Ende. Kirschen pflücken. Ja. Samstag, 4. Juli.
Nachrichten Hermes. Ihr Sendung ID 342851-63 liegt im Paketshop Nackauf zur Abholung mit Ihrem Personalausweis bereit. Ihr Hermes-Team. Hanni, kannst du mir zwei Pakete im Nahkauf abholen, bevor wir zum Kirchenflügel fahren? Ich gebe dir meinen Ausweis. Okay. Danke, bis gleich. Wir können gleich los. Wo sind meine Pakete? Du musst selber gehen. Sie geben sie mir nicht. Mist, na gut. Dann holen wir die Pakete auf dem Weg ab. Hast du genug Eimer für die Kirschen eingepackt? Ja, und auch eine Leiter. Das nervt, ein Riesenumweg wegen der Baustelle. Ja, nervig. Aber vielmehr nervt noch, dass sie dir die Pakete nicht geben. Das war doch nie kein Problem. Manche sehen es eben lockerer, manche haben extrem strenge machen es extrem nach Vorschrift. Na gut. Ich gehe schnell. Paket holen? Ja, genau. Warten Sie einen Moment, ich hole es. Geht nicht. Das ist kein Ausweis. Das ist ein Aufenthaltstitel. Hä? Das ist doch mein Ausweis in Deutschland. Ich habe keine anderen. Guck mal, das ist nur ein Aufenthaltstitel. Wir brauchen deinen Ausweis. Ich benutze den immer. Ich habe nur den. Guck mal, ich zeig dir die Vorschrift. Nein, ich will sie nicht sehen. Sag sie bitte einfach, was ich zeigen kann. Hast du einen Reisepass? Ja, aber zu Hause. Da musst du deinen Reisepass holen. Ich komme gleich wieder. Scheiße. Scheiße. Was ist los? Wir müssen noch mal nach Hause fahren. Sie wollen meinen Reisepass sehen. Das kann doch nicht sein. Gib mir mal deinen Ausweis. Das ist doch ein Lichtbildausweis. Hier ist ein Foto, hier ist die Adresse, da ist meine Frau. Aber wir brauchen einen Ausweis oder einen Reisepass. Oh Mann, ich habe echt keinen Bock, nochmal zurückzufahren. Hast du nicht ein Foto von deinem Reisepass auf dem Handy? Ja, Moment. Oh, jetzt kommt er zum dritten Mal. Hier, ich habe ein Foto vom Reisepass. Da steht die Reisepassnummer. Wir brauchen das Originaldokument. Wir hatten da schon öfter Probleme. Aber wir sind doch Kunden hier. Wir kaufen hier immer ein. Das sind die Regeln. Wir müssen das so machen. Ich verstehe, dass es Regeln gibt, aber es gibt auch gesunden Menschenverstand. Ich kann Ihnen das so nicht geben. Das ist wirklich komisch. Ja, das nervt total, aber das Wichtigste ist, ruhig und freundlich zu bleiben.
Ich kraft doch oft da ein. Warum sind so drin? Ich verstehe das auch nicht. Jetzt aber. Entschuldigung. Jetzt haben wir den Reisepass. Oh, es geht nur mit einem deutschen Reisepass. Deutscher Reisepass? Aber ich bin keine Deutsche. Meine Frau ist Chinesin, also hat sie einen chinesischen Reisepass. Das geht nur mit einem Personalausweis oder einem deutschen Reisepass. So sind die Regeln von Hermes. What? Aber in Deutschland wohnen nicht nur Deutsche. Aber dann können Ausländer ja keine Pakete bekommen. Sie brauchen einen deutschen Reisepass. Das ist diskriminierend. Aber Ausländer haben keinen deutschen Reisepass. Ich rufe den Chef. Es wäre besser, wenn du mal kommst. Es geht nicht. Aber das kann doch nicht sein, dass Hermes keine Pakete an Ausländer verschickt. Polizei, hallo? Hallo, ich will meine Pakete bei Nahkauf holen, aber sie geben mir nicht, weil ich keinen deutschen Reisepass habe. Können Sie mir helfen? Hier sind deine Pakete. Ich habe schon die Polizei angerufen. Sollen wir jetzt auf die Polizei warten? Hallo, Sie haben sie mir schon gegeben. Sie müssen nicht mehr kommen. Vielen Dank. Wir sind spät dran. Ja, das hat jetzt eine Stunde gedauert. Echt blöd. Kirschen? Kirschen! Ende.